Guten Morgen und willkommen zum Gospel Loft. Wir kommen heute zum dritten Kapitel des Johannesevangeliums, unserer großen Debatte, was es bedeutet, wieder geboren zu werden und wie ich dahin komme. Wir hatten schon einen kleinen Hinweis zu diesem Thema und in diese Richtung an der Hochzeit zu Kana, wo Jesus Wasser in Wein verwandelte. Und dadurch wurden wir aufmerksam gemacht, auf dass in uns eine Transformation geschehen muss. In unserem heutigen Gespräch sehen wir, wie Jesus einem Menschen antwortete, ohne erst gefragt zu werden. Und ich hoffe, dass wir etwas bessere Einsicht kriegen in geistlicher Hinsicht, wenn wir unseren Text näher betrachten heute. Zuerst ein Vers aus dem Korintherbrief. 1. Korinther, Kapitel 2 und Vers 14. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, dass es geistlich beurteilt werden muss. Hier öffnet sich eine ganz neue Dimension und unterscheidet zwischen dem, was natürlich und dem, was geistlich ist. Wir teilen jedem das zu, was ihm zukommt. Denn beides ist von Gott. Es ist nicht immer leicht, einen klaren Unterschied zu machen zwischen den beiden. Und ich möchte hier ein paar Beispiele aufzeichnen. Was es ist im natürlichen Sinn etwas zu betrachten. Wir sind Fleisch und Blut. Gegenüber ist das Geistliche. Gott ist Geist. Wir sind Fleisch, Gott ist Geist. Dann haben wir die Zeit, von Anfang bis ans Ende. Es ist etwas Natürliches. Wir haben eine Uhr, jawohl, es ist 14:45 und so weiter. Die Ewigkeit besteht im geistlichen Sinne. Da gibt es keine Uhrzeit. Es hat keinen Anfang und es hat kein Ende, weil es geistlich ist. Na, die Schöpfung. Die Schöpfung ist aus Material gemacht. Der Schöpfer, er ist Geist. Denkvermögen ist natürlich. Der Glaube ist geistlich. Der Himmel ist auch geistlich. Unsere Mitmenschen, die sind natürlich, Engel sind geistliche Geschöpfe. Die Bibel ist ein Buch, aber verstanden wird sie im Geist. Das sind so ein paar Beispiele, die den Unterschied zeigen zwischen dem Natürlichen und dem Geistlichen. Hier sind einfach die Beispiele, damit wir es ein bisschen besser verstehen können. Was ist der Mensch, dass du dich seines gedenkst? Die Frage ist, wie passen wir in diese geteilte Welt hinein? Wir erkennen uns als eine gewisse Dreieinheit, nicht im Sinne von Gottes Wesen, aber doch als Körper, als Seele und als Geist. Wir wissen, was der Körper ist. Wir können ihn berühren, wir fühlen ihn. Wir wissen, was es ist. Er ist aus Materie gemacht. Dann ist da unsere Seele. Wir erkennen ihre Funktionen. Der größte Anteil gehört dem Denkvermögen, unserem Intellekt und der Logik. Dazu kommen noch unsere Emotionen und unsere Sinne. Wir können diesen Anteil auch unser philosophisches Dasein beschreiben. Dann kommen wir zum geistlichen Teil unserer Existenz. Es beschreibt unsere Beziehung zu Gott. Nur auf dieser Ebene können wir eine Beziehung mit Gott aufbauen, denn er ist Geist. Nur auf dieser Ebene können wir geistliche Dinge verstehen. Der Psychologe hat ein Problem damit, weil die Bibel lehrt, dass dieser Teil tot ist in uns. Sie haben deshalb etwas als Ersatz erfunden und nennen es das Unterbewusstsein. Es ist jedoch ein armseliger Ersatz für den menschlichen Geist. Der Geist in uns fand den Tod durch die Sünde. Ich möchte etwas lesen aus dem Römerbrief, Kapitel 5, Vers 12.
Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen vorgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Der natürliche Tod wird kommen, da besteht kein Zweifel. Aber wir müssen in diesem Leben geistlich erweckt werden, damit nicht alles verloren geht und ein Halt besteht in dieser Hoffnung zum ewigen Leben. Und darum geht es auch heute. Johannes Kapitel 3, Verse 1 bis 2. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern, mit Namen Nikodemus, einer der Oberen unter den Juden. Er kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott sei mit ihm. Ein Mensch mit Namen Nikodemus. Sein Name erscheint 5-mal in der Schrift, aber nur im Johannesevangelium. 3-mal in Kapitel 3, 1-mal in Kapitel 7 und 1-mal in Kapitel 19. Im 7. Kapitel verteidigt er Jesus vor den Schriftgelehrten und argumentiert mit dem Gesetz Mose. Das ist Kapitel 7 und Verse 50 und 51. Im 19. Kapitel bringt er 100 Pfund Gewürze zum Grab Jesu, um ihn einzubalsamieren. Johannes 19, Vers 37. Dies zeugt von einem gewissen Wohlstand. Der Name Nikodemus ist von griechischer Herkunft und nicht ein hebräischer Name und weist auf eine kulturelle Eigenschaft und gewisse Gelehrtheit hin. Zur Zeit Jesus gab es verschiedene Gruppierungen in Israel. Da waren die Herodianer, ja, die jüdischen Proselyten, die um das Jahr 125 vor Christus die jüdische Religion angenommen hatten, aber Idumäer waren, aus dem Geschlecht von Esau. Herodes war einer von ihnen, der König. Dann gab es die Zeloten, eine rechtsgesinnte politische Gruppe, welche die Römer vertreiben wollte. Ja, Judas Iskariot, der Jesus verriet, er war einer von ihnen. Und dazu kamen noch die Hellenisten, die griechisch angehauchten Juden. Sie wohnten meistens außerhalb von Israel und wurden von der griechischen Kultur und Denkweise beeinflusst und oft neigten sie zu dem Gnostizismus. Die generelle Zerteilung in Israel aber war zwischen den Pharisäern und den Sadduzäern. Die Sadduzäer vertraten eine eher säkuläre Gemeinschaft, waren aber dominant in dem Sanhedrin. Die Pharisäer waren eine religiöse Sekte und sie haben ihren Ursprung in der babylonischen Gefangenschaft. Sie hielten streng fest am Gesetz Mose und brachten ein Maß von Göttlichkeit zurück ins Haus Juda. Unglücklicherweise wurde das Ganze in eine übertriebene Tradition von Nebengesetzen verwandelt. Sie beluden die Menschen mit einer untragbaren Last menschlicher Vorschriften, die niemand einhalten konnte. Nikodemus war eine Mischung verschiedener Ansichten. Er war politisch und gesetzlich tätig, wirtschaftlich aktiv, religiös beschäftigt, ideologisch belastet und streng auf der Suche nach der Wahrheit. Was für ein Durcheinander ist es doch. Vielleicht noch etwas zu dem Sanhedrin. Es gab einen kleineren Sanhedrin mit 23 Mitgliedern, welcher in jeder Stadt von Juda angewiesen war. Und dann haben wir den großen Sanhedrin von 71 Mitgliedern in Jerusalem. Dieser kam jeden Tag zusammen, außer dem Sabbat und den Festtagen. Dann lesen wir über Nikodemus. Er kam zu Jesus bei Nacht. Alles Mögliche an Gedanken werden darüber veröffentlicht. Die einen sagen, dass er Angst gehabt hätte, sich Jesus zu nähern wegen seinen Glaubensgenossen, den anderen Pharisäern.
Wiederum andere schrieben, es seiner Arbeitslast zu, war er doch jeden Tag tätig im Sanhedrin. Oder wollte er einfach Jesus sehen an einem ruhigen Ort und in einer ruhigen Stunde? Alles ist möglich. Ich möchte alle drei Möglichkeiten annehmen, allen ein bisschen Raum geben. Denn diese Frage ist nicht wichtig in unserem Zusammenhang. Jesus war der Mann der Stunde in ganz Israel. Johannes der Täufer wird in den Hintergrund geschoben und der Scheinwerfer leuchtet auf Jesus. Voll auf ihn gerichtet. Er kommt mit neuen Ideen zur Tafel, welche die Traditionen der Juden erschüttern. Die jüdischen Oberen fühlen sich angegriffen und religiös bedroht. Sie verlieren ihren Halt am Volk, denn sie alle folgten Jesus. Was jedoch von Wichtigkeit ist, ist das Gespräch, das entsteht zwischen Jesus und Nikodemus. Es ist die Grundlage der Evangelisation bis zum heutigen Tag. Das Thema der Wiedergeburt als Thema in der Predigt hat tausende Menschen zu Jesus gebracht. Aber zurück zu unserem Vers. Rabbi, Meister, wir wissen. Mich wundert, wer gemeint ist mit dem Wort wir wissen, dass du ein Lehrer von Gott bist. Vielleicht wollte Nikodemus einfach nicht der Einzige sein, der so etwas zugibt. Das Wir bezieht sich kaum auf den Rest der Schriftgelehrten, denn sie hassten Jesus und wollten ihn umbringen. Das Interessante ist ja jedoch die Ansprache Rabbi oder Lehrer. Damit bringt er Jesus auf die gleiche Ebene wie er. Ja, wie er sich selbst sieht. Was er aber nicht weiß, ist, dass vor ihm der Sohn Gottes steht, welcher das Universum geschaffen hat und auch den Menschen, der vor ihm steht. Nikodemus denkt, er erhebe Jesus mit diesen Worten. Was er aber in Wirklichkeit tut, er erniedrigt Jesus auf seine eigene Ebene. Das Problem, welches Nikodemus beunruhigt, drückt er aus in den Worten, nur ein Mensch von Gott gesandt kann solche Wunder tun. Es erinnert mich an die Texte, wo Jesus seinen Jüngern gewisse Versprechen zuspricht. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Größere Dinge werdet ihr tun in meinem Namen. Was für Dinge? Kranke heilen, Dämonen austreiben, in fremden Zungen reden. Wenn solches geschieht durch unsere Predigt, dann verstummen zweifelnde Menschen wie Nikodemus. Und mit ihm jene, die nicht mehr glauben, dass heute noch Wunder geschehen können. Wir schauen nicht auf jene, die das Wort Gottes zum Gewerbe machen, also unsere Vorbilder. Auch nicht auf jene, die mit theologischer Arroganz das Pfingsterlebnis der heutigen Gemeinde entnehmen. Wir schauen auf Jesus. Wie reagiert Jesus auf die Begrüßung, ist die Frage. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wäre. Hier ist der freundlich gesinnte Nikodemus, der mit gepflegtem Benehmen ihn anspricht. Sogar mit dem Titel Rabbi, Lehrer. Und was macht Jesus? Er geht nicht einmal darauf ein, sondern eröffnet einen Dialog, welcher gleich zum Kern der Sache kommt. Da ist kein guten Abend, Herr Pharisäer, Herr Nikodemus. Wie geht es Ihnen? Danke für Ihre Anrede. Nein, da ist nichts solches vorhanden. Wir haben das letzte Mal schon gesehen, dass Jesus nicht auf Schmeicheleien eingeht. Denn er kennt jeden Menschen, haben wir gesagt. Nikodemus, du hast ein Problem.
Lasst uns nicht um den Brei herumtanzen. In unserem Vers oben geht es primär um das Wort sehen. Wenn du nichts sehen kannst, weißt du nicht, wohin du gehst oder was dich umgibt. Du, Nikodemus, bist ein Blinder, der die Blinden führt. Und ihr alle werden in die Grube fallen. Du musst wieder geboren werden, Nikodemus, damit du sehen kannst, damit du das Himmelreich sehen kannst. In der jüdischen Tradition zur Zeit Jesu bedeutete eine Wiedergeburt etwas ganz anderes. Ein Jude wurde nach seinem Glauben in das Himmelreich hineingeboren, in seiner Nationalität und von wegen den Versprechen an die Nation, welche an seine Vorfahren gegeben wurden. Um diesen Status zu behalten, musste er das Gesetz einhalten. Sollte ein Mensch von anderer Herkunft den jüdischen Glauben annehmen, dann musste er wieder geboren werden. Das hatte aber keine geistliche Bedeutung, sondern eine Annahme des Gesetzes und der Taufe und der Beschneidung. Daher kommt auch die katholische Taufe der Regeneration. Sie glauben, sie seien wieder geboren durch die Kindertaufe. Nikodemus antwortete fast mit einem Unterton von Spott. Johannes 3, Verse 4 bis 8. Nikodemus spricht zu ihm. Ach, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, Nikodemus, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht das Reich Gottes hineinkommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt oder wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Es ist nicht nur Nikodemus, der dieses Argument hervorbringt. Die ganze ungläubige Welt tut es und schließt sich seinem Unwissen an. Auch hier hören wir einen spöttischen Unterton. Was? Kann ein Mensch in den Mutterleib zurückkehren? Jesus ignoriert das oberflächliche Argument und bringt das Ganze auf eine noch ernsthaftere Ebene. Es ist nicht nur, dass du blind bist und das Himmelreich nicht sehen kannst, sondern die Türe ist verriegelt für dich, wenn du nicht wieder geboren bist oder wirst. Die einzige andere Alternative ist die Hölle. Da gibt es nichts dazwischen. Das Grab wird dich nicht ewig halten, nur bis zum Tag des Gerichts. Nikodemus weiß, dass da eine geistliche Welt besteht. Als Pharisäer glaubt er an die Existenz von Engeln und er glaubt auch an die Auferstehung der Toten. Sein Problem ist, dass er nicht weiß, wie man diese Welt eingeht oder diesen Himmel erreichen kann. Und Jesus fährt fort, es sei denn, dass jemand aus Wasser und aus Geist geboren werde. Ja. Jesus schaut sich den Mann an und sieht einen Haufen vertrocknetes Gebein, wie es beschrieben ist in Ezekiel 37. Der geistliche Anteil der Menschheit starb durch Evas Ungehorsam. Adam und Eva sündigten und verloren ihr geistliches Leben. Ohne dieses geistliche Leben werden wir nicht ins Reich Gottes hineinkommen. 1. Korinther 15, Vers 50. Das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben kann. Auch wird das Verwesliche nicht erben, die Unverweslichkeit. Der Teil, wo das Wasser zur Sprache kommt, wird auch wieder auf verschiedene Weise interpretiert. Wenn ein Kind zur Welt kommt, bricht das Wasser von der Gebärmutter und deshalb besteht die Möglichkeit, dass Jesus darauf hinweist. Einige bestehen darauf, dass hier die Wassertaufe gemeint sei. Dann wiederum andere weisen auf das Waschen mit dem Wasser des Wortes, wie wir es lesen im Epheserbrief 5 und Vers 26. Nikodemus
Er kannte das Wort, aber nur als toter Buchstabe. In unserer Zeit, wenn Leute über die Kirche reden, bezieht es sich meistens auf die verschiedenen Konfessionen. Oh, ich bin ein Katholik. Oh, ich bin ein Methodist. Oh nein, nein, ich bin ein Presbyterianer, ein Baptist, ein Pfingstler. Niemand nimmt Anstoß daran. Jedem das Seine. Kritisch wird es, wenn eine Wiedergeburt zur Sprache kommt. Ich bin wiedergeboren, sagt der eine. Und der andere sagt, ja, ich bin ein Christ, aber nicht von dieser wiedergeborenen Variante. Als ob es eine Variante von nicht wiedergeborenen Christen gäbe. Es ist das Fundament des Christseins. Ja, weil Jesus es dem Nikodemus verkündigt. Assoziation und konfessionelle Mitgliedschaft macht uns nicht zum Christen. Dann kommt die Geburt. Jesus braucht diese Analogie ganz zielbewusst. Denn wir verstehen allzu gut, was zu einer Geburt im Fleisch führt. Ja, lasst uns den Prozess aufzeichnen, um es besser zu verstehen. Der erste Punkt. Ein Mann und eine Frau begehen einen Liebesakt. Das Wort Liebe ist als erotische Attraktion beschrieben hier. Ein Samen wird in ein fruchtbares Ei gepflanzt, Nummer 2. Nummer 3, eine Schwangerschaft beginnt, das ungeborene Kind wächst. Nach 9 Monaten, 4. Punkt, wird ein Kind geboren. Es ist ein Ereignis. Jetzt wollen wir sehen, ob wir das Ganze in ein geistliches Ereignis übertragen können. Jeden Punkt wollen wir mit einem biblischen Text bestätigen. Der erste Punkt, der Liebesakt. Hier nehmen wir den berühmten Vers, Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist der Liebesakt Gottes. Das ist das Erste, was Gott getan hat. Dann kommt der zweite Punkt. Der Samen wird gepflanzt. Hier aus Lukas 8, Vers 11. Das Gleichnis aber bedeutet dies. Der Same ist das Wort Gottes. Wenn wir es hören, wird ein Same gepflanzt, bis es festsitzt. Der Same kommt, aber wird nicht befruchtet. Der Same kommt wieder, noch nicht befruchtet. Der Same kommt, bumm, befruchtet. Dann beginnt die Schwangerschaft. Römer 10, Vers 17. Das ist der dritte Punkt. So kommt der Glaube aus der Predigt. Das Predigen aber durch das Wort Gottes. Das ungeborene Kind wächst durch das Hören der Predigt in uns. Das Rema-Wort Gottes, dieses Wachstum geht dann weiter, auch später im geborenen Kind. Aber anfangen tut es während der ganzen Schwangerschaft. Und dann im vierten Punkt, das geistliche Kind wird geboren. Wenn die 9 Monate Schwangerschaft um sind, muss das Kind geboren werden. Sonst wird das ungeborene Kind sterben im Mutterleib. Und auch die Mutter vielleicht sogar. Ein Ereignis geschieht, nicht eine lang herausgezogene Sache. Wiedergeburt ist Geburt. Schwangerschaft geht ein bisschen länger. Ein Ereignis geschieht, haben wir gesagt, und nicht eine lang herausgezogene Sache. Da kommt der Moment, wo alles Sinn macht. Und wir sehen, dass wir Sünder sind und einen Erlöser brauchen. Der Sohn Gottes hat unseren Platz eingenommen, Halleluja, vor dem Richterstuhl, unsere Sünden auf sich genommen und bezahlt, was unsere Schuld bezahlt. Wir bereuen unsere Sünden und tun Buße und lassen Jesus in unser Herz kommen. Dann geschieht etwas, das tausende Menschen erlebt haben. Gott schenkt uns ein neues geistliches Leben. Er erweckt den toten Geist in uns. Er gibt uns eine Wiedergeburt. 1. Petrus, Kapitel 2 und Vers 24.
der unsere Sünden selbst heraufgetragen hat an seinem Leibe, auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Wir haben keine Ahnung, wie es geschieht. Es ist einfach ja wie der Wind und wir wissen nicht, woher er kommt. Er bläst einfach. Wir sind einfach wieder geboren. Nikodemus musste gelehrt werden, auf diese Ebene zu kommen, welche ihm total fremd war. Ihm zeigte Jesus den Weg ins ewige Leben. Ob er wohl es verstanden hatte oder nicht, die Frage bleibt offen. Dann kommen wir zu Johannes Kapitel 3, Verse 9 bis 12. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann das geschehen? Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du bist Israels Lehrer und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben. Ihr aber nehmt unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? Wie kann dies geschehen, sagt Nikodemus. Er ist ein unzufriedener, fleischlich denkender Mensch. Er wusste, dass mehr zu haben war als religiöse Kenntnis der Schrift und traditionelle Aktivitäten. Er wusste es. Wir machen uns oft vor, dass unsere Gewohnheiten genügen und wir sind bald festgefahren in unseren unsicheren Ansichten. Es ist nicht einfach davon abzusehen. Nikodemus lebte in einer komfortablen, lauwarmen, laodizionischen Religionsgemeinschaft, angesehen, wohlhabend, ein respektierter Lehrer und Vorgesetzter. Ihm aber fehlte der Friede in seiner Seele. Und jetzt steht er vor Jesus, nackt, ausgezogen, vor einem Menschen, der nichts, was ihn als Mensch darstellt, zu akzeptieren möchte. Jesus schaut an allem vorbei und hat nur Nikodemus' leeres Herz vor Augen. Ein Mann vor dem Abgrund der Hölle. Und dieser Mann krächzt mit gebrochener Stimme: Wie kann das sein? Jesus macht ihn noch kleiner, mit den Worten: Bist du ein Lehrer Israels und du weißt das nicht? Und Israel waren die Orakel Gottes gegeben. Sie hatten das Gesetz Mose und die Propheten. Und sie hätten es wissen sollen, was Gott vom Menschen erwartet. Ja, noch mehr, was Gott von Israel erwartete. Und das Wort Gottes zu zerstören ist einfach. Wir schütten es einfach zu unter unseren Interpretationen und Erklärungen, welche uns am besten passen. Wir schreiben einen humanistischen Talmud. Und bald denken die Leute, es sei von Gott. Der Judaismus wurde so pervers unter diesen Traditionen der Rabbiner, dass Jesus seine Stimme ernsthaft dagegen erhob. Und so auch Paulus später. Und bald hieß es, Moses hat gesagt. Aber es war fern von dem, was Moses gesagt hatte. Er hat sich nicht viel geändert. Bis heute. Prediger schreien heute noch, Jesus hat gesagt. Oder im Namen Jesus, sage ich euch, wenn Jesus fern von ihren Gedanken ist. Paul folgte einer guten Grundlage. Und wir wollen sie hören. Und einen Abschluss machen mit den Versen aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Verse 2 bis 4. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Bis dahin, Gottes Segen sei mit euch. Amen.